Warte, Sekunde, 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 Sekunde. Ja, warte, jetzt. Hi, ho und willkommen zu meinem Video aus dem Krankenbett, wie ihr euch denken könnt. Und ja, ich habe immer noch den Arm unter der Decke, weil es doch ein bisschen kalt gerade wird. Und ja, das hilft ja nichts. Ja, also, was kann ich, kann euch noch, ja, ich würde euch jetzt noch ein bisschen sowas, wie es bei mir so ist, bei Corona und so weiter erzählen. Also, anfangs habe ich echt viel gehustet, und ich habe vor allem eine extrem zu eine Nase. Ich weiß auch nicht, meine Nase ist sowas von komplett dicht, das ist nicht, also ist schon langsam nicht mehr schön. Und habe ich auch wirklich jeden Tag Nasenspray benutzt. Dann habe ich mir wieder versucht, ein bisschen weniger zu nutzen, weil ich habe eben echt Angst, dass ich abhängig werde von Nasenspray, weil ich dazu mal eine Doku gesehen habe. Und das, jetzt habe ich da die totale Panik davor. Und jetzt liege ich gerade auf einem ekligen Krümel, weil ich irgendwo wahrscheinlich irgendwas da noch am Fuß hatte, aber egal. Dann nach, also. Anfangs war es so, dass ich so das Gefühl gehabt habe, meine Nase ist zu, aber ich konnte trotzdem super atmen, aber es hat sich alles so dicht angefühlt. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Halt einfach so ein Druck auf die Nase. Dann kam halt noch der Husten dazu und dann wurde es, hat, ist aber so gewesen, dass noch meine Nase gelaufen ist und dass ich auch noch so ein bisschen abhusten konnte. Dann irgendwann hat es dann aber aufgehört und dann ist die Nase zu gewesen und ich konnte auch nicht mehr abhusten. Also das ist dann ehrlich gesagt die unangenehmste Zeit gewesen. Und dann habe ich wieder anfangen können, so ein bisschen abzuhusten. Also so jetzt insgesamt auf eine Woche habe ich zweimal irgendwie was, so ein bisschen was abhusten können, aber halt nicht viel. Oh, ich habe vergessen, meinem Cousin zu schreiben. Fällt mir gerade ein. Dem habe ich versprochen, dass ich ihm ein Update gebe, wie es mir geht. Der ist angehender Arzt und den wollten, habe ich gefragt, ob er mir einen Tipp hätte. Ups, wartet mal eine Sekunde. Das nennt man dann übrigens verpeilt sein. So, dann. Ja, jetzt hast du mir kurz das Video unterbrochen. Entschuldigt. Ich bin auf den Pausenknopf gekommen. Ja, auf jeden Fall. Dem sollte ich dann nachher mal noch schreiben, fällt mir gerade. Ein. Ja, dann auf jeden Fall, jetzt kann ich so ein bisschen abhusten und so. Und ich habe vor allem meinen Kinderbalsam, der mir mal früher als Kind geholfen hat, haben wir wiedergefunden. Das hat mich total gefreut. Und jetzt haben wir auch gerade so einen total widerwärtigen Hustensaft. Also der ist echt ekelhaft, aber er scheint zu wirken. Also ich huste seitdem etwas weniger, aber habe dafür das Gefühl, dass es effizienteres Husten ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ja, was ich auf jeden Fall habe, ist extreme Kurzatmigkeit. Also das merke ich schon. Ich komme fast nirgendwo hin, ohne dass ich dann dabei keuche wie ein altes Pferd. Also es ist wirklich schon nicht mehr normal für meine Verhältnisse. Also mein Vater kann ich auch nicht besuchen, weil da komme ich echt nicht mehr runter, weil das sind 42 Treppen und die hoch und runter, das ist doch etwas zu viel gerade. Und ja, ich merke auch, dass ich gerade noch sehr oft sehr müde bin. Also ich schlafe gerade sehr viel, aber egal wie viel ich schlafe, ich habe auch oft so das Gefühl, es ist nicht genug geschlafen, weil ja, entschuldigt. Weil es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist ist das Energiebedürfnis vom Körper noch höher als das, was ich gerade zuführen kann. Hunger habe ich gerade dafür umso weniger. Also ich esse gerade sehr wenig für meine Verhältnisse. Und ich. Entschuldigt. Das ist, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Aber dafür finde ich es gerade toll, dass ich Mams altes Nachthemd mir leihen kann, weil das habe ich als Kind immer so geliebt, wenn sie das getragen hat. Und jetzt kann ich selber tragen, weil ich so reingewachsen bin. Das ist echt cool. Also sowas begeistert mich ja. Ja, also alles in allem, ich habe Tage, wo ich so halbwegs fit bin
Und wo ich dann halt so versuche, Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel ist wahrscheinlich jetzt an diesem Donnerstag oder Freitag gehe ich mal zum Baumarkt, also zum Obi, weil ich brauche ein paar Sachen und ein paar Infos. Wobei die Infos könnte ich mir auch, naja, aber ich brauche einen Staubsauger, weil bei uns ist alles gerade total verstaubt von der Baustelle und da brauche ich jetzt einen Staubsauger für mein Zimmer, der für mich geht, weil ich muss für mich an Orten saugen, wo ich halt so, also zwischen PC und so weiter. Und ja, da suche ich einen leisen, aber dennoch guten Staubsauger, aber eben nicht so einen mit Kabel, weil ich kabelgebundene Staubsauger so unpraktisch für mich finde, weil ich jemand bin, der da eben eher drüber gestolpert. Und deswegen suche ich da und wahrscheinlich gehe ich dann die Woche noch irgendwann zum Obi, um mal anzugucken, was es da so für Dinger gibt. Da fällt mir gerade ein, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ja, schade, zu spät für einen Pfannkuchen. Sonst hätte ich jetzt meiner Mom gesagt, sie soll doch noch einen Pfannkuchen für mich aufwärmen nachher. Oder einen Zartmonte. Naja, also manchmal habe ich so ein bisschen Hunger, manchmal habe ich auch Tag gibt es Tage, wo ich gerade gar keinen Hunger habe. Also die Portionen sind auch relativ klein, weil ich zu meiner Mom sagte, so wirklich Hunger habe ich noch nicht. Ja, und sonst, ja, es ist so Tage, wo man total durchhängt, wo man überhaupt keine Energie hat und wo man am liebsten bloß im Bett bleibt. Und es gibt so Tage, wo man so ein bisschen Energie hat und Tage, wo man sich schon wieder ein bisschen besser fühlt. Aber alles in allem ist bei uns noch sehr viel Husten. Und ja, meine Mama ist ja dann auch irgendwann positiv geworden. Und jetzt sind wir zusammen in Quarantäne gewesen. Das habe ich in den anderen Videos gar nicht erwähnt, aber gut. Es tut mir leid, ich werde langsam richtig müde. Deswegen, ja. Ja gut, ich würde das jetzt hier an dieser Stelle auch beenden, weil ich will jetzt noch meinen Großeltern und schnell gute Nacht sagen, weil bei mir ist gerade Abend und ich werde jetzt langsam, wie ich schon gesagt habe, echt richtig müde und ich würde jetzt gerne einfach noch ein Schläfchen machen, bevor ich, ja, so ein Zwischenschläfchen. Und ja, gut, ich melde mich bei euch auf jeden Fall. Es geht wieder bergauf, so langsam Schritte, aber es geht, es tut sich. Und ja. Ich hoffe, meine Videos haben zumindest Informationen weiter vermittelt. Und ja, wir drei hier, wir sagen euch bis bald und ja, bis dann, tschüss.